Hey auch zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich habe Blätter unter den Füßen. Die machen blöde Geräusche. Ich habe die Hoffnung, dass wir dieses Level jetzt endlich abschließen können. Ich werde mir nicht mehr groß Zeit lassen. Werde versuchen, den Weg abzulaufen, den ich hier abzulaufen habe. Weil ich auch nicht das Bedürfnis habe, hier noch irgendwas oder irgendwem in die Arme oder was auch immer zu laufen. Keine Ahnung. Ich habe übrigens vorhin gesehen, beziehungsweise als ich mir die Aufnahme nochmal angeguckt habe, habe ich gesehen, dass dieses komische Geflimmer, was ich da immer gesehen habe, mich quasi angegriffen hat. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Es war wahrscheinlich eher so eine Art Warnung, dass ich hier nicht zu viel rumschnüffeln soll oder so. Weiß ich nicht. Abwesenheit? Nein. Wie hieß das letzte nochmal? Ah, hier. Ja. Kein Herumlungern in den Gängen, kein Lärm in den Zimmern, Türen geschlossen halten. Aber das war doch nicht das. Hier, was war das? Ah, das ich wusste gleich, du machst Ärger. Aber was hast du getan? Zeig's mir. Behandlungsflügel. Oh Gott. Will ich da hin? Natürlich will ich da nicht hin. Inwiefern hat sie Ärger gemacht? Inwiefern hat wer Ärger gemacht? Es schmerzt mich, deine Anfrage bestätigen zu müssen, dass Patientin 18 wie befürchtet das Zimmer 3F Behandlungen in Zimmer 3F Behandlungen ertragen muss. Ich dachte, wir hätten die Tür zu dieser Kammer des Schreckens. Harry Potter! Schon vor Jahren verriegelt. Das Subjekt ist auf Anweisung von Baron Northcrest persönlich für selektive Experimente klassifiziert worden. Mein Gott, dass ich das so sauber vorgelesen kann. Dies ist das letzte Mal, dass ich Patientin dorthin verlege. Sie brauchen Ärzte, keine Metzger. Hanfield wird das Objekt übernehmen. Ich habe Mitleid mit dem Mädchen Thurlow. Keine Ahnung. Hoffentlich findet sie irgendwo in ihrem Wahnsinn Frieden. Oh Gott. Also, ach, das sind Perversionen, ey. Ich glaube, ich komme nur hier raus, richtig? Kopf einziehen. Oh. Das Geflimmer kenne ich. Kann ich da rüber? Ups. Ach. Stoßen wir uns noch ein bisschen den Kopf. Aha. Okay, einmal noch. Kommt. Wenn schon Horror, dann richtig. Moment, neue Karte? Wieso neue Karte? Keine Ahnung. Egal. Unwichtig. Was? Wieso Schloss knacken? Ah, toll, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Ich bin so gut. Das kann auch nur ich. Ich finde, meine Hand sieht ziemlich böse aus. Das hat sicher wehgetan. Nein, da will ich nicht hin. Ich will nur dahin, wo ich hin muss. Und es ist mir auch scheißegal, ob ich irgendwelche Geräusche mache. Ich will die nur weg. Geh weg! Geh weg! Gott. Hör. Okay, mein Inventar ist voll. Macht nichts. Jetzt nicht mehr. Hallo. Geschichte 3. Später. Oh mein Gott. Hier hätte auch mal einer aufräumen können, oder? So viel Zeit gehabt. Die lungern die ganze Zeit hier rum und hauen sich die Köpfe gegen die Wand. Anstatt mal was Sinnvolles zu tun. Oh, diese Bilder. Die machen mich noch ganz kirre. Vertraulichkeit. Ach mein Gott, so viel zu lesen. Mit dem Passieren dieses Punktes tritt eine Vertraulichkeitserklärung in Kraft. Die experimentellen Techniken bleiben das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Wer diese Techniken kopiert, macht sich gemäß des Medizingesetzes von 839 NR des Verrats schuldig. Holy crap. Okay, hier könnt ihr ja gerne mal irgendwie, ihr könnt euch das gerne mal durchlesen, wenn ihr jetzt hier auf Pause klickt oder so. Keine Ahnung, ich möchte das jetzt nicht unbedingt vorlesen, ganz ehrlich. Ich hasse Papier. Hab ich das schon mal erwähnt?
Muss ich hier runter? Ich hab Angst. Vögel. Vögel, das waren Vögel. Alles gut, alles gut. Das wird gut. Ich darf das Atmen nicht vergessen, Mann. Ihr dämlichen Vögel, Mann, ey. Komm ich hier rüber? Kannst du das? Du kannst sagen. Hey, wir sind gut. Sieht aus, als müsste ich weiter runter. Aber wie? Ah, hier. Second floor. Attention. Okay. Ich hoffe, hier sind keine Patienten mehr, die Amok laufen. Kann ich hier Licht anmachen? Natürlich, das wäre ja auch zu schön gewesen. Boah, hier wünschte ich mir mal, ich könnte Fackeln anmachen, ganz ehrlich. Will ich durch diese Löcher gucken? Finde den Raum 3F. Ich will Licht anmachen. Ach, Manu. Finde Raum 3F. Ich muss da längs. Es tut mir leid, Leute, aber ganz... Ah! Sie tun mir weh. Dachte ich mir. Viel zu viel Schmerz. Wenn ich dieses Mädchen lebend finde, werde ich sie dafür umbringen. Ganz ehrlich. Eigenhändig. Ist das Blut? Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. 3E? 3F. Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Finde den Generator. Oh Gott, das ist viel zu laut. Mal abgesehen davon, dass hier... Oh, oh, Moment, wenn ich den Generator finde, kann ich Licht machen. Oh, das ist sehr schön. Das... Oh, okay. Ey, da war was. Oh. Warte ganz kurz. Fluchtnotiz. Leuchtbomben. Yay, ich könnte Licht machen. Lockdown and Override. Mach auf. Oh, ganz ehrlich, hier ist viel zu viel zu lesen. Gibt es noch irgendwas, was uns eventuell interessieren könnte? Aufzugsperrung. Pete! Der Arzt kann renovieren. Ja, in Ordnung. Fluchtnotiz. Avery, verzieh dich lautlos, ignoriere das Öl und das Glas, sie dienen deinem Schutz, entzünde eine Fackel und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen dich sieht, dann steck den Mistkerl in Brand und lauf. Ich warte auf dich. Das klingt nicht gut. Also ist das Öl auf dem Boden, es ist kein Blut. Deshalb auch die Feuerpfeile. Ich verstehe. Und jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich richtig Angst. Habe ich. Die habe ich extra am Anfang direkt okay, alles klar. Ausgerüstet. Weil ich wusste, dass ich die wahrscheinlich irgendwann gebrauchen werde. Da! Falle! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwie... Kann ich da doch erzählen? Kann ich mir das nehmen? Kann ich. Nein, ich mache das nicht mehr auf. Ich will hier nicht weitergehen. Noch mehr zu lesen. Yay! Reizentzug.
Kriege ich in meiner Ausbildung genug von mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Viecher gemeint sind, also dieses Dingsvieh, was hier runtergesprungen ist. Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer, was das für Dinger sind. Ich möchte sie ungern als Menschen bezeichnen. Mein Garrett selber hat schon gesagt, dass sie nicht menschlich aussehen. Und zwar an einem Punkt, wo ich die Dinger noch nicht mal gesehen hatte. Hallo? Ja, ich weiß, gegen die Tür rennen bringt nichts. Ja. Geräusche werden lauter. Geräusche werden lauter. Geräusche, Geräusche. Nicht gut. Keine schönen Geräusche. Wie wäre es, wenn wir uns verstecken? Vielleicht passiert dann ja irgendwas. Nee? Finde ich gut. Aha! Hallo! Okay, es war mir schon klar, dass das ziemlich laut wird. Und wir haben Licht. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich das gut finde. Jetzt ist die Tür zu. Nee, das war ja klar. Ja, ich weiß, da hämmert irgendwer schön gegen die Tür. Tür auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Das war creepy. Jetzt komme ich aber trotzdem noch nicht da rein, oder? Oh, diese Glasscherben, die machen mich verrückt. Muss ich durch diesen Raum darüber? Muss... Hallo? Kann ich hier... Um ehrlich zu sein, habe ich Angst, ganz in einen Raum reinzugehen, weil ich Schiss habe, dass die Tür dann einfach hinter mir zugeht. Kann ich den nicht einfach irgendwie aufmachen? Komm schon. Siehst du einen Weg? Ihr seid ja ein paar witzigen, ey. Ach, richtig. Da hinten ist was. Zum Mitnehmen. Und das war's auch schon. Ah! Ja, genau. So viel zu meiner Angst, in Räume reinzugehen. Ist nicht immer ganz förderlich. Warum bin ich jetzt nochmal hier? Kalibrierung. Tut mir leid, dass es hier so viel zu lesen gibt. Ich hab nichts gegen Lesen. Eigentlich finde ich eine Story super, aber mittlerweile wird mir das echt zu viel. Maschine muss vor Operation sorgfältig kalibriert werden. Das Durchdringen des Schleiers, der das Fenster zur Seele verhüllt, kann den Pfad zum Wohlbefinden enthüllen. Das klingt im Vergleich zu dem Rest irgendwie ein bisschen sehr esoterisch, oder? Ah, hallo. Verlegungsanforderung. Könntet ihr mal aufhören, so viel zu schreiben? Halleluja! Was? Garrett, wach auf. Ach komm schon. Zeig ihm nicht, dass du Angst hast. Er darf nicht sehen, dass du die Kontrolle verlierst. Ich wollte ihn aufhalten, wollte mich selbst retten. Doch sie lassen mich nicht erwachen. Ich brauche die Urkraft aus dem Mädchen, aber sie darf nicht sterben. Auf keinen Fall! Du verstehst die Angst nicht wahr, Garrett? Die Angst, gefangen zu sein, benutzt zu werden? Schnell! Sie verdirbt sie! Siehst du... Oh,
Ich zerstöre alles. Die Urkraft ist gefährlich. Sie muss beherrscht werden. Nein! Das ist nicht gut. Ich bringe sie wieder runter in die Gefängnisebene. Ich hielt dich für tot. Doch es war schlimmer. Du hast die Urkraft gestohlen. Jetzt will der Baron sie zurück. Sie haben die Gefängnisebene erwähnt. Ich muss wohl noch tiefer in dieses Loch hinein. Oh Gott. Das meinst du doch nicht ernst, Junge. Fünf Minuten habe ich noch... Ah! Was zum... Was ist das? Was ist das? Da ist was. Irgendwas hat mich gesehen. Um Himmels Willen. Oh. Ich will das nicht. Ich will nicht. Ich habe Angst. Da ist... Ach, das sind... Mein Gott. Ich dachte, Gott weiß, was das für Viecher sind. Aber ich muss doch da runter. Okay, Junge. Halt deine Pfeile bereit. Nein, ich muss da lang. Ich muss hier lang. Sind das Patienten oder Pfleger? Oder beides? Okay, go! Eindringling! Nix Eindringling! Ach, ich muss weiter runter, scheiße. Haben wir dich, Mistkerl! Was? Scheiße, der hat mich gesehen. Steck die Dinger weg und duck dich. Klasse. Nein! Au! Komm, runter, runter, runter! Ja! Jetzt! Ich werde das hier genießen. Ich auch. Komm schon. Runter, runter. Jetzt bin ich dran. Runter. Nein, jetzt ich bringe! Bin ich dran. Ach du. Ach, natürlich. Jetzt funktioniert der Aufzug ja wieder. Okay, das hört sich nicht gut an. Wie viele Feuerpfeile habe ich denn noch? Zwei Stück, na super. Mit diesem Ding jetzt da runter zu fahren. Ich glaube doch nicht, dass ich mit dem Ding jetzt da runter fahre. Ach, muss ich aber wohl oder übel. Okay. Nein. Autsch. Okay. Was? Warum zeigt das Ding jetzt wieder nach oben? Warte. Nein, nein, nein. Halt. Machen wir das anders. Machen wir das anders. Ich will das eh! Oh Gott. Nein, ich will hier raus. Ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch. Muss ich doch hier runter? Warum zeigt das jetzt hier runter?
Ich habe nicht drauf geachtet. Ist mir egal. Oh Gott, dieses Ding macht mich total kirre. Ich will da aber gar nicht hin. Ich weiß. Aber das Ding wackelt immer so richtig. Wow. Schreck. Aber die Tür ging doch sowieso nicht auf. Okay, also doch wieder runter. Und... wenn ich unten angekommen bin und weiß, dass ich nicht direkt sterbe, werde ich diesen Part wahrscheinlich auch beenden müssen. So viel zu. Ich will dieses Level endlich hinter mich bringen. Oh Gott. Ich will doch Person auch mal wieder sehen. Komische Geräusche. Was seid ihr und was wollt ihr von mir? Hier ist auch Öl, das heißt, es ist durchaus berechtigt, dass ich die Dinger bereithalte. Wollte ich nicht eigentlich den Part beenden? Ich wollte eigentlich den Part beenden. Gut, dann werde ich das an dieser Stelle auch tun. Bevor ich hier noch weiter durch die Gegend irre und mir selber Angst mache. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir noch ein bisschen diesen komischen Viechern hinterher watscheln. Aber diesen komischen leuchtenden Mond, der kommt mir bekannt vor. Wir kommen Aaron, glaube ich, näher. So, jedenfalls könnt ihr mir gerne ein paar Kommentare da lassen und Bewertungen, falls es euch gefallen hat. Mir gefällt es hier nicht mehr. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Da unten unter dem Video. Guckt da unten, da. Es gibt einen Abonnier-mich-Button. Und schaut dabei dann auch in die Videobeschreibung, weil wichtige Links und so. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.